Hallo, da sind wir wieder zusammen. Gehen wir wieder in den Strom der Zeit. Die Höhle war wichtig. Zur Absicht. Ich wollte nochmal den tollen Höhlenausgang zeigen. Wer was anderes sagt, lügt. So, unter Wasser ist natürlich die Strömung komplett weg. Da bringt es einfach viel mehr unter Wasser zu schwimmen, wenn man die ordentliche Technik hat. Braucht man nicht nochmal extra an Land hüpfen. Ich weiß nicht, ob man an Zeit spart oder ob man im Land so viel schneller ist. Ich bin mir nicht sicher. Schön, wie auch so eine alten Fische jetzt und Fossilien hier so. Wie Fossilien hier im Meer rumschwimmen. Im See. Ja. Schlau. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Eigentlich ist es auch möglich auf von der anderen Seite, aber ja. Wir machen es mal so, wie es vom Spiel vorher gesehen ist. Das war nix. Ein Glück war es auch das Fajai. Ernsthaft? Da kann man keinen Gang reinbauen? Ach Mensch. Leute. Nicht zu glauben. Du besiegst ganz Felsnuss, Stamm. Wiedergeben glänzendes Stein. Glänzenden Stein. Ich besiege natürlich auch genau den, an dem man nicht rankommt. Unter keinen Umständen. Toll. Das kann ich natürlich auch nicht aufsammeln. So, Aussicht noch genießen. Selbst die Stunde. Na super. So, hier haben wir alles. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir nach oben. Ich hasse dich. Das regt mich auf. So, von hier aus müssen wir uns dann die Schuhe klauen. Ich glaube, der Hülltyp würde uns nur nicht durchlassen, wenn wir entweder ein Dino wären. Oder von der anderen Seite kämen. Oh, dich zu drehen, scheiß Kamera. Hey, du da unten, willst du wohl meine Eier stehlen, was? Nimm dies. Du Freundchen. Du hast doch gar keine Eier mehr. Die sind doch alle hier unten. Tolle Mutter. Weiß nicht mehr, dass ihre Eier weg sind. So eine möchte ich ja nicht geschenkt bekommen. So, geh mal erstmal hier. Ich bin weg. Zum Glück nur ganz leicht knapp. So, der scheint sich zu wärmen. Pack bis Tiefvogel. Stopp. Tschüss. Müssen wir auch. Jetzt will sie wieder raus. So. Perfekt. Oh, das brennt ja schon ziemlich sofort.
Ich weiß zwar nicht warum, weil es glüht ja nicht mehr mehr. Aber ja, hinterfragen wir nicht die Logik des Spiels. So, haben wir das diese Höhle auch zum letzten Mal betreten. Warum wird es auf einmal so still? Hier ist eine Trennplattform. Trambonalon, urzeitliche Dampfwalzer. Tja, was macht das Vieh wohl nur? Kannst mir gar nichts. Kannst du immer noch nichts. Nope. Nope. So, wir kriegen wenigstens mal das Puzzle. Und wie man sieht, gibt es noch mal einen Schalter für den einen Herrn und die eine Dame. Die eine Dame ist nicht sehr schwer, der eine Herr schon. Eigentlich müssen wir dafür einen entsprechenden Skill haben. Aber ich bin jetzt einfach mal wagemutig. Von da aus kommen wir dann nicht mehr weiter. Aua. Aua. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Nicht abstürzen. Oh, Junge. Oh, was machst du denn? Seufz, wir sehen uns gleich wieder. Ach, schaltet dann erstmal ein anderes Format um. So, da sind wir wieder. Wie viel Leben haben wir jetzt überhaupt noch? Ah, okay. Okay. Das schaffen wir definitiv nicht. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich probiere es jetzt nochmal. Nee. Na, das wird ja sowas von nichts. Das kann man vergessen. Man muss einfach den entsprechenden Skill haben. Also ich probiere es jetzt. Also nicht toll spielen zu können, das meine ich nicht. Den habe ich ja. Das ist unmöglich so. Nee, aber Kazooie kann es schaffen. Kazooie kriegt auch keinen neuen Skill. Also, denke ich. Ach komm schon. Ja, töte mich. Das war ja sowas von nix. Immerhin haben wir jetzt wieder volles Leben. Hat man vorher nicht. Au. Hup. So, können wir jetzt den Ginger?
Die gelbe Chinchu-Familie ist vollständig. Sie möchte euch das geben. Und das ist ja schön. So. Du musst zu einem späteren Zeitpunkt hier zurückkommen. Hey, du hast es geschafft. Komm, trau dich nur. Die Treppe rauf. Ich zeig dir, was mit eierraubenden Bären passiert. Alle vergessen sie die Kazooie. Immer schmeißen sie die Vorurteile auf Banjo, aber der Vogel wird ignoriert. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Hallo? Wie machst du das? Gib mir meine Eier zurück, du widerlicher Langbär. Welche Eier meinst du? Schmähchen oder Nutzlosen, meine Eier her, oder? Oder was? Bist du sowieso bald ausgestorben? Wirklich? Aber stirbt die für euch? Terry, Abuster Pterodactylus Papa. Oh, ist doch ein R. Wusste ich. Ich glaube, ich war auf der anderen Seite. Ah, diese Eier tun weh. Ich mache kurz Pause. Wenn ich, während die Schleimwalzen von euch weich klopfen. Naja, also eigentlich sind die weich. Hallo? Hey, wo sind meine rotznasigen Helfer hin? Was sie gestohlen? Gib sie wieder her. Genau wie meine schönen Eier. Au. Ich würde mich nicht um deine Eier sorgen, sondern eher um dein Schleimproblem. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja echt nicht mehr gesund, Junge. Wollt ihr nicht? Schön, wie man verarschen kann. Ich meine, erschießt du meinen intelligenter als so Leute wie Lord Fuckfuck? Hört auf, mir reicht's. Ah, der erste, der immer früher aufgibt. Oh. Ich habe alles versucht, aber ihr rückt meine Eier nicht raus. Wir haben deine Eier nicht, Terry. Ihr habt sie nicht. Nee, entschuldigt die raue Begrüßung. Das ist in Ordnung, ich find's lustig. Vielleicht können wir Ausschau halten nach diesen Eiern. Was wollt ihr tun? Das ist wirklich nett von euch. Das sind vier Eier, sie müssen alle kurz vor dem Schlüpfen sein. Wir kümmern uns um Terry. Bitte, bitte die Eier, bevor ich aussterbe. Ich gebe euch eine Hälfte Belohnung, jetzt die andere. Jetzt und die andere später. Es wird nochmal gezeigt, wo die ganzen Eier sind. Damit dies auch nach meinen Eiern leichter wird, gebe ich dir dies. Jetzt kriegen sie noch eine angenehme Farbe. Ich weiß, das wäre ein bisschen brutal, aber eigentlich könnten die Leute auch den essen, die essen. Geil. Weil die Vögel, die drin sind. Eier schmecken ja dann nicht so. Also, die Eierschalen. Man isst ja eher doch dann das Innere.
Also man wird ja dann doch schon zugespammt in Puzzleteilen. Ja, ja. Vor allem, man bohrt sich durch für ein Puzzleteil, aber muss sich unter Zeitdruck in Dino und wieder zurückverwandeln, damit man ein Jinjo bekommt. Ja, das macht Sinn. So, das wieder geöffnet. Nicht zurück. Unser Leben sieht jetzt auch nicht so berauschend aus. Da. Ja, jetzt steigen wir natürlich wesentlich mehr auf. Hier oben ist ja keine Flugplatte, sonst kommen wir da nicht rein. Ist bloß nicht wieder runterfallen. Das ist eines meiner goldigen Kleinen. Oh, ist das nicht süß? Ja, das ist es. Kleines, du kommst da nicht durch. Naja. Die Kleinen müssen noch was aus und noch ausprobieren, was sie können, was nicht. Kann man ja verstehen. Nee. Da. Wir müssen nämlich zu dem Ei dort drüben. Das ist das nächstbeste. Oder komm, ach stimmt, wir können doch nicht fliegen, ne? Seufz. Lauf schneller. Ach wirklich. Ach, komm schon. So. Leicht drüber. Oh, das muss auch so sein. Ansonsten würden wir ja gar nicht rankommen. Also mit Benjo noch unten dran. Punktlandung. Na, das wollte ich jetzt nicht. Hallo, geh runter. Danke. Ich wollte eigentlich so B drücken fürs Fliegen beenden. Das funktioniert ja jetzt nicht ganz so gut. Ja, es ist. Ja, es ist nicht süß. Hat schon was Festungsartiges. Haben wir noch irgendwo ein Ei, was ich erreichen kann? Ne, stirbst. Sehr schön. Ich denke, es dürfte reichen, wenn ich nicht fliege, sondern einfach hier hochgehe. Ich müsste noch irgendwie genug sein. Weil hier nicht diese Ugelbugelhöhle. Und jetzt gleich die ganzen Eier abfrühstücke, dann war's das. Ja. Nein. Oh, das war knapp. Klar. Halben Meter noch nach dem Fliegen runtergefallen. Ach komm schon.
mir das auch. Fehlt noch eins. Das fliegt immerhin schön nach unten, ja. Komisch. Ich krieg dich noch. Wo ist es hin? So, als letztes kommt da noch eins dort oben. Ich weiß bloß nicht mehr genau, in welcher der 50 Höhlen das war. Oh doch, hier sind wir richtig. Das ist, glaube ich, keine Möglichkeit hochzukommen. Ja, doch. Ich werde jetzt nicht nach da unten gehen. Stirb. Ha. Karate Kazooie. So, hast du davon. Ja, nee. Leicht daneben. Sieh nur, ist nicht ein großes Mädchen? Wie war? Sie kann nicht mal fliegen. Ich fürchte, es ist nicht gut genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granatenei treffen? Wie kalt er hat sich. War nur ein Witz. Bring sie zu mir und ich habe euch ein Trainingsprogramm für sie aus. Dann schaue ich mal nach den Schuhen. So ein Spruch kann aber auch nur von dem Vater kommen. Entsetzen! Schon etwas schwarz. Na gut, nee, schwarz Wunder ist es nicht. Ach komm, kannst du mir nicht mal eine Honigfarbe geben? Ich bin ein bedürftiger Bär. Dankeschön. Gut. Wir müssen da hoch. Da hoch kommen wir am besten. Wodurch? Denke ich nur. Da, über den Weg. Na, wollen wir mal, es ist nicht zu steil. Das wäre sonst ein wenig blöd, aber das ist definitiv zu steil. Gut. Ach, klar, auf einmal kann das so laufen. Komm, ganz ehrlich. Das ist nicht steil. Das hier ist nicht weniger steil als das da unten, der Weg. Und ich kann ihn nicht hochlaufen. Hallo. Sehe ich denn immer noch in Ordnung aus, so mit offenem Rucksack? Kannst du nicht meinen Rucksack schließen, die Kazooie? Nee. Entsetzen! Stopp. So, aber jetzt beinahe mit vollem Leben. Das ist schön. Passt schon. Eigentlich müssen wir jetzt noch extra Schaden machen. Hier in your face. Können wir das überhaupt einsammeln? Ja. Stocken wir unseren Vorrat mal ein bisschen auf. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Hoffentlich in der Nähe von irgendeiner Plattform. Aber bevor wir zur Plattform gehen, würde ich sagen, machen wir dann mal Schluss. War eine schön lange Aufnahme. Und nicht nur drei Parts rausspringen.
Plattform. Da gehe ich dann hin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Was wieder eine Weile hin sein wird, aber jetzt habe ich ja genug aufgenommen. Von Benchtui. Bis dann, Leute, haut rein und tschüss.